Sie haben also was gefunden. Das also. Konnten Sie es auch verbessern? Oh. Ah. Ui. Okay, da ist niemand. So, dann gucken wir mal hier noch alles an. Wo könnte noch irgendwelcher komischer Code sein? Ich hoffe, der ist nicht irgendwie im Purgatory oder sonst wo. Das wäre blöd. Hier noch. Niemand weiter. Niemand. Die ganzen Einkaufsgelegenheiten hatte ich ja schon. Oh, und die gute. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Mhm. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Im Gras? Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Oh. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Moment. Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Reden wir über Benesia? Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Oh. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der fehlen Ohren. Ja, jetzt geht's los. So. Freunde ist für mich nicht mehr genug, Liara. Oh, jetzt. Dieser gemeine Blick ist ja richtig. Was auch passiert. Ich will mein Leben mit Ihnen verbringen. Oh. Dann haben Sie ja richtig Glück, dass ich das auch will. Ich weiß. Was ein kleiner Glücksbild. Okay. Verliebt, gehen Sie eine romantische Beziehung ein? Ja, super. Hallo, Shepard. Hat ja alles wunderbar funktioniert. Da müsste es eigentlich noch irgend so ein Achievement geben, dass man alle möglichen Beziehungen irgendwie verliert. Das wäre sowas wie fällt jetzt dummerweise kein Witwer. Neues Achievement anlag. Professioneller Witwer. Oder Verwitwer. Das klingt mehr so wie eine Aktion. Ja. Vielleicht können wir dem noch irgendwie helfen. Oder auch nicht. Gut. Hätten wir hier unten erstmal wieder alles durchsucht. Ah, jetzt würde ein was wirklich so schön sein, ey. Wohl! Ah. Das wäre wirklich schön. Könnte man wenigstens schneller von A nach B. Gehen wir nochmal in die Bucht rein. Keine Waffen, erst ab hier. Oh. Hier ist also das Ding. Ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die Okay. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Anscheinend Shepard, nicht. Auf dem Schiff waren 117 Allianzsoldaten. Das interessiert alles mich Menschen, nicht. Genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batarianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Okay. Dann ist es wirklich so, weil hier war ich ja vorhin. Okay, gut, die Konsole hat mir. Bin ich am Anfang echt blind hier lang gelaufen und hab die Konsole nicht bemerkt? Nee, das wäre. Nee. Spectre-Status erkannt. Einen Moment.
ich gehe doch wirklich extrem sensibel auf die ganzen Pieps ein. Pieps und Ticks und was auch. Ankunft in Andockbucht D24. D24. Wo könnte hier wieder so ein Teil sein, was losgehen könnte? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Weiter hinten. Oh, eine Konsole. Wer hätte das denn gedacht? Knows, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Yo. Commander Shepard, Captain Kaheral Balak, batterianische Außentruppen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Eigentlich sind es die Reaper. Ich habe ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Aha. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Na dann. Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Gar nichts. Das Barak-System. Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben. Das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Na also. Unsere Schiffe gehören ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Easy. Soll ich ihn verhaften? Doch, nö. Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Naja, die Sache mit der Kugel durch den Kopf muss ich nicht zwingen. Yeah. Ja, so gefällt mir das. Springer. Aha, aha. Ich hol mir diese Kriegsaktivposten. Ich hol mir sie alle. Alle 150, 51 Pokémon. Da. Jetzt geht's aber endlich zum Schiff wieder zurück. Ich habe hier nämlich nichts mehr zu erledigen. Ich war auf jeden komischen Ebenenteil, hab mit allen Leuten gesprochen, mit denen ich sprechen will, und hab Quests angenommen. Das durfte eigentlich passen. Nur mal kurz aufs Logbook schauen. Ja, wird langsam weniger. Genial. Oh, mit der Leertaste geht's ja zurück zur Normandy. Commander, Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Okay. Sonst noch was? Alte Freundeshütte. Bla, Steve Cortez. Aha. Okay. Commander? Kam ein bisschen spät, Commander. Aber cool. Ich habe alle möglichen Kriegsaktivposten. Ist das geil? Und es geht weiter. Das war nicht ganz die, mit der ich reden wollte, aber okay. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Ja. Du kannst mich auch beim Vornamen anreden. Ach, nee. Also, Shakwas, was Sie geht? Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Zum ich Beispiel? Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Hm. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Udina yeah. Hat tatsächlich den Verstand verloren? Mhm. Ich habe den Mann nie gemocht. Jetzt weiß ich auch warum. Er war ein Volltrottel.
Zeit für eine Tankmasse. So, was geht? Krankenstation, Chirurgie. Gut, Narben heilen. Gesundheitsbonus. Was will ich mit diesen Narben? Wer braucht denn bitte Narben? Heil. Niemand. Es sei denn, man ist durch das Paragon-Zeug so extrem entstellt. Aber nee, eigentlich sieht das ja cool aus. Wenn das dann so langsam zerfällt. Okay. Wir speichern hier. Machen wir mal einen kleinen Speicherstand, damit wir endlich hier weiterkommen. So, meine Lieben. Und dann geht's zu den Asari demnächst. Wenn es wieder weiter, wenn es wieder heißt, Mass Effect. So, war schön. Bis dann.